Greenpeace hat in diesem Jahr weltweit wieder viel bewegt und erreicht. Ich möchte mich ganz herzlich und persönlich für Ihre Unterstützung bedanken. Inmitten der Amazonasmündung gibt es ein neu entdecktes Kaltwasserriff, das wir ertaucht haben und dessen Schönheit wir vielen Menschen gezeigt haben. Wir konnten die Ölindustrie daran hindern, dort nach Öl zu bohren und diese Schönheit wieder zu zerstören. Auf dem G20-Gipfel in Hamburg haben wir die Mächtigen dieser Welt daran erinnert, welche Verantwortung sie tragen für den Schutz des Klimas und der Umwelt. Und wir haben ihnen eine unmissverständliche Botschaft gesendet: Planet Earth First. Durch unsere Arbeit haben wir die katastrophalen Zustände in der Massentierhaltung aufgedeckt. Nun soll das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob diese Art der Schweinehaltung überhaupt gesetzeskonform ist. Das könnte die Tiermast von Grund auf reformieren. All das war nur mit der Unterstützung unserer Fördermitglieder möglich. Und auch im kommenden Jahr möchten wir uns wieder für unseren Planeten stark machen. Wir wollen uns für die Rettung der Urwälder und der Weltmeere einsetzen. Insbesondere möchten wir die Einrichtung des weltweit größten Schutzgebietes in der Antarktis erreichen. Dank Ihrer Unterstützung bleibt unsere Arbeit finanziell und politisch unabhängig. Helfen Sie uns jetzt mit Ihrer Spende und werden Sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft, die sich für den Schutz dieses Planeten einsetzt.